2013 war für Sie bestimmt auch ein ereignisreiches Jahr und deshalb haben wir als kleine Entspannung einen Jahresrückblick für Sie zusammengestellt mit den schönsten Bildern aus diesem Jahr. Was bedeutet die EN 1090 eigentlich für die Betriebe? Für die Betriebe bedeutet es jetzt eben sehr vorrangig, dass die Zertifizierung nach der werkseigenen Portionskontrolle erfolgt. Ja, wir machen jetzt eine Schweißnahtvorbereitung. Ja. Wir haben die schon maschinell angewinkelt. Ja, okay. Ja. Jetzt müssen wir nur noch den Zünder wegschleifen. Den Zünder abschleifen, ja. Ja. Wie ist denn die Zusammenarbeit überhaupt entstanden? Die Firma Erlen ist seit Jahren bekannt als kompetenter Gesprächspartner im Bereich Brennschneidmaschinen. Dann fragen wir direkt mal den Herrn Erl, was waren denn Ihre Beweggründe? Ja, bereits bei unserem ersten Besuch hier in Friedberg konnten wir uns von der hervorragenden Technik der entwickelten Maschinen überzeugen. Heute begrüßen wir Sie beim Deutschen Brennschneidtag in Solingen. Seit fast 13 Jahren ist der Brennschneidtag eine feste Größe in der Schneidbranche. Ich erwarte mir vom Brennschneidtag neue Entwicklungen. Wir haben erwartet, über die neuen Technologien viel zu erfahren, vor allem die Wirtschaftlichkeit, was es Neues gibt. Der Stellenwert für diese Veranstaltung, denke ich mal, ist ungebrochen hoch. Wir haben über die ganzen Jahre immer etwas um die 150 Teilnehmer gehabt aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben hier 7 Vorträge von unseren insgesamt 30 Vorträgen, allein die sich um das Thema Mischverbindungen drehen. Schweißen und Schneiden geht völlig zu Recht als unangefochtene Nummer 1 der Branche. Sie ist globales Innovationsschaufenster und liefert einen umfassenden Überblick über das weltweite Know-how der Schlüsseltechnologien Fügen, Trennen und Beschichten. Willkommen bei DVS TV. Wir sind auf der 18. Schweißen und Schneiden und hier ist ordentlich was los, wie Sie hören. Wir sind auf der Weltleitmesse nämlich. Seit 1952 findet die in Essen statt. Drei Jahre wieder ist es soweit. Dann öffnet nämlich hier in Düsseldorf die weltweit wichtigste Messe für Kunststoff und Kautschuk ihre Pforten. Hallo und herzlich willkommen zu DVS TV. Mein Name ist Stella Kluge und ich bin für Sie auf der Schweißtech in Stuttgart unterwegs. Auch auf dem Weihnachtsmarkt wird kräftig geschmiedet und geschweißt. Und in diesem Sinne wünscht das ganze DVS-TV-Team einen wunderbaren Jahresausklang. Frohe Weihnachten und ich hoffe, wir sehen uns dann gesund wieder, nämlich am 7. Januar 2014. Bis dahin, alles Gute.